Ich glaube, die junge Generation von heute ist nicht so viel anders als die junge Generation meiner Generation. Ich kann mich noch ein bisschen daran erinnern. Klar waren die Medien anders, die Verfügbarkeit von Medien, von Informationen war eine andere. Aber wir waren auch immer mal versucht, das Schnelle, Einfache zu wählen. Und man wollte auch nicht mal alles hinterfragen. Man wollte einfach auch mal sich laufen lassen oder es laufen lassen, sich hängen lassen und einfach mal in den Tag hineinleben. Und das erlebe ich bei der Generation, der jungen Generation von heute auch ähnlich. Aber genauso erlebe ich, dass trotz aller Schnelllebigkeit aus den neuen Medien ich sehr tiefgründige und ausführliche Gespräche mit den Jugendlichen dieser Zeit habe. Mein Sohn ist 22, meine Töchter 20, 19. Da treffe ich auch viele in deren Umfeld. Und da ist nicht immer jeden Abend Zeit. Aber es gibt genug Tage, Situationen im Leben, wo die sagen, also das will ich jetzt mal ganz genau wissen. Und dann nehmen die sich auch die Zeit, stellen unheimlich viele clevere Nachfragen. Also ich mache mir da überhaupt keine Sorge, dass die Generation, was mal hier und da nachgesagt wird, zu oberflächlich ist. Ich glaube, die Verteilung, die da tiefer reingehen und weniger tief reingehen, das ist in allen Generationen gleich. Und da würde ich euch jungen Leute auch nur ermutigen, lasst euch da nicht falsch darstellen. Ihr habt das auf der Pfanne und bleibt dran. Und wir Erwachsenen sind vielleicht manchmal genervt, wenn ihr so tiefe Fragen stellt, aber dann beantworten sie. Und wenn ihr manchmal zu schnelllebig seid, dann müssen wir auch mit leben. Jeder hat das selber zu entscheiden.